Ja, Yolanda Neff, was für ein Rennen. Zweiter Platz. Nach der ersten Runde bist du noch irgendwo auf Platz 23 gewesen. Was ist dir dort durch den Kopf gegangen? Ja, ich glaube, so weit hinten bin ich noch gar nicht gewesen. Ich habe einen Weltcup nach dem Start. Ja, ich habe einen extrem schlechten Start verwünscht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wieso. Ich glaube, die ganz vorne waren, sind sicher auch zu schnell gefahren. Und die haben nachher den Preis gezahlt für das. Ja, sind viel davor nachher hinterhergefallen. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu langsam gefahren. Aber ich konnte in dem Moment nicht schneller können. Und ja, ich war extrem weit hinten gewesen. Und ja, bis ich, nachher ist mir immer besser gegangen. Und ich habe die ersten wieder eingeholt. Aber ja, ich glaube, nachher habe ich auch ein bisschen den Preis gezahlt für diese Aufholjagd. Aber noch einmal die Frage, was geht einem dort durch den Kopf, wenn man sich auf einmal auf 23 befindet? Ja, nicht so geil. ja, ist halt dann so gewesen. Ja, ich habe einfach versucht, dann meinen Rhythmus zu fahren, meinen Rhythmus zu finden. Ich wusste, wir sind in der Höhe und es werden wohl einige den Preis zahlen dafür. Und ich wusste, ich muss einfach meinen Rhythmus fahren und dann komme ich auch wieder vor. Und da hat auch geklappt, das war ja gut gewesen. Und ja, nachher, gegen Schluss vom Rennen, ist mir dann ein bisschen die Energie ausgegangen. Gratulation trotzdem zu dem starken zweiten Rang. Danke vielmals, merci.